Hallo zusammen, es geht weiter mit einem neuen Tutorial. Ich habe eine Nachricht von Peter erhalten, Peter aus irgendwo aus Bayern, denke ich mal. Peter fragt nach Inspiration zu dem Song Die immer lacht von Stereo Act featuring Kerstin Ott. Und dazu mache ich jetzt dieses Video und gebe euch ein paar Ideen, damit ihr das alle spielen könnt. Also viel Freude damit. Die immer lacht ist nicht so ganz einfach wie zum Beispiel Ein Traum von Crow oder Einmal um die Welt oder andere Lieder, die ich bisher in meinen Tutorials euch gezeigt habe. Also von den Akkorden her ist es einfach, von der Reihenfolge ist es etwas komplizierter. Deshalb habe ich euch das Ganze in die Beschreibung hineingeschrieben, wie das mit den Akkorden läuft. Und zwar ist jeder Buchstabe mit dem Slash ein Takt. Also habt ihr meistens in einer Reihe habt ihr vier Takte und da sind die Grundtöne und beziehungsweise der Akkord beschrieben. Als Grundlage für meine Abfolge habe ich den Song von Stereo Act featuring Kerstin Ott genommen, so wie ihr es bei YouTube hören könnt. Für die, die jetzt erstmal relativ einfach das spielen möchten, können sich an den Grundtönen handeln. Und die Grundtöne sind also in verschiedener Reihenfolge, ich sage euch jetzt aber nur einmal die Grundtöne. Ich würde das wie folgt spielen: das G im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Dann das D würde ich wahrscheinlich eher greifen und zwar nicht die Leerseite spielen, weil es klingt ein bisschen anders, als wenn man den fünften Bund auf der A-Seite greift. Und dann kommt oftmals das E. Das würde ich wahrscheinlich als E-Leerseite nehmen oder falls ihr auch eine 5-Seite habt, könnt ihr natürlich auch im fünften Bund auf der tiefen H-Seite greifen. Dann kommt an manchen Stellen auch noch das C. C würde ich im dritten Bund auf der A-Seite greifen. Und damit könnt ihr quasi schon das ganze Lied gestalten, indem ihr immer auf der 1 den Grundton spielt. Das mache ich jetzt einmal kurz. Und so weiter. Das könnt ihr wirklich auch im Refrain so machen, immer auf der 1 den Grundton. Wonach jetzt Peter gefragt hat, ist wahrscheinlich, dass er natürlich ein bisschen mehr variieren möchte und mehr als nur die Grundtöne spielen. Wenn ihr euch den Song genauer anhört, gibt es da einen Part, wo der Bassist ungefähr das hier spielt. Ein bisschen komisch innerhalb des Songs, aber es ist halt alles Geschmackssache. Man hat Milliarden Wege, wie man über diesen Song spielen kann. Und ich möchte euch jetzt nur einige rhythmische Möglichkeiten zeigen. Was macht der Bassist da eigentlich an dieser Stelle? Also ihr habt den Grundton und dann wechselt er zu der Quarte tiefer. Oder man könnte auch eine Quinte höher spielen. Wisst ihr, was eine Quarte und Quinte ist? Ihr könnt es später mal googeln. Ich werde es auch in einem späteren Tutorial erklären. Ansonsten spielt einfach mit. Und zwar habt ihr den Grundton, zum Beispiel C. Und dann könnt ihr zum G wechseln. Und wieder zurück zum C. Das G gibt es aber nicht nur eine Runde tiefer, sondern natürlich auch als Quinte höher. Und das könnt ihr dann natürlich auch mit dem G machen. Ich kann natürlich noch das G dann die Quarte Tiefe spielen, weil ich eine tiefe H-Seite habe. Dann zum D. E. Kann man auch E auf dem E bleiben. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen seltsam, diesen Rhythmus in dem Song. Und jetzt möchte ich euch deshalb einige weitere rhythmische Möglichkeiten vorstellen. Diese ganzen rhythmischen Möglichkeiten hängen natürlich auch damit zusammen, was spielen eure Kollegen? Was spielt dein Kollege am Schlagzeug? Oder was spielt derjenige an der Gitarre oder sonst wer? Ich weiß nicht, wie viele Bandmitglieder du hast, aber du musst dich natürlich auch immer an den Bandkollegen orientieren, was du spielen kannst. Weitere Möglichkeit Nummer 1. Wenn der
Schlagzeuger zum Beispiel mit seiner Bassdrum durchspielt, so bum, 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 dann wäre es zum Beispiel naheliegend, dass du das auch tust, nämlich die Viertel durchspielst. Die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht. Eins, zwei, drei, vier. Und was ich da genau mache, ist, ich spiele nicht nur den Grundton, sondern ich artikuliere auch. Es ist nämlich nicht la, 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 sondern ich mache das kürzer. Da, 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 da. Das mache ich mit der Greifhand, indem ich den Finger so weit hochhebe, dass der die Saite noch berührt. Okay? Ich mache das nicht mit der Hand. Natürlich könnte man das auch noch zusätzlich machen, aber ich mache es derzeit nur mit dieser Greifhand. So, Möglichkeit Nummer 1, auf den Zählzeiten drauf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann nächste weitere rhythmische Möglichkeit. Zum Beispiel könnte auch der Schlagzeuger weiterhin mit der Bassdrum die On Beats spielen, nämlich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und du spielst 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Okay, das wäre rhythmische Möglichkeit Nummer 2. Weitere rhythmische Möglichkeit. Und zwar kann man natürlich auch Achtel hintereinander spielen. Also 1, 2, 3, 4. Mal kurz zu dem Sound. Weitere rhythmische Möglichkeit. Je nachdem, wenn du eine Steigerung haben möchtest, dann kannst du auch Achtel spielen, also Achtel am Stück sozusagen. Nicht geschnitten, sondern am Stück. Nämlich die Achtel könntest du zum Beispiel einsetzen, um sowas wie eine Steigerung zu machen, dass der Refrain jetzt kommt. Und dann kannst du zum Beispiel immer lacht. Weitere rhythmische Möglichkeit. Also ich bleibe jetzt immer auf dem jeweiligen Grundton. Einmal düm, düm, dü, düm, dü, dü, dü. Wechsel. Düm. Drei, vier. Wenn man jetzt diesen einen Rhythmus nimmt, ich finde, das klingt so ein bisschen country, teilweise auch Bossa-mäßig. Wenn ich das übernehme und noch ein paar andere Töne dazu wählen möchte, würde ich zum Beispiel den Grundton ich gehe zum Grundton, vom Grundton zur Quinte, mache dann ein Hammer-on auf die Sechste. Man kann auch den, also dann das Ganze bei Dur, bei den Dur-Akkorden zur großen Sechste. G. Und dann von D aus. D. A zum H. Zum E. Und da funktioniert das natürlich nicht beim E, weil das ist das E-Moll. Da kannst du keine, also eher keine große Sechste spielen. Vielleicht die kleine Sechste, das wäre dann C zur Quinte, H, A, G, Fis, E. Ich spiele mal eine Runde. Zum Beispiel. Es gibt, wie gesagt, tausende Milliarden von Möglichkeiten. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und dann versucht, euren eigenen Weg zu finden, wie ihr das Ganze kombiniert, ja, wie ihr das Ganze gestaltet. Wie gesagt, das hängt auch alles von den anderen Musikern in eurer Band ab. Ihr entwickelt diesen Song zusammen. Oder natürlich, wenn ihr noch keine Band habt, dann könnt ihr alleine zu dem Song auf YouTube spielen, einfach ablaufen lassen und euch den Bass nehmen
und fangt, wie gesagt, erstmal mit den Grundtönen an, dass ihr diese Form checkt. Wie gesagt, das ist ein bisschen komplizierter, vom Ablauf her zumindest, nicht von den Tönen. Und dann probiert einfach mal diese verschiedenen rhythmischen Möglichkeiten aus, dann diese verschiedenen Töne, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, euch bringen die paar Ideen weiter mit dem Song und auch generell. Das sind sozusagen rhythmische Vokabeln, die könnt ihr immer auch bei allen möglichen Liedern irgendwie einbringen. Deshalb lohnt es sich, diese zu lernen, ob das jetzt mit dem Song oder ob ihr das bei einem anderen Song anwendet. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben. Falls ihr Fragen habt, bitte in die Comments schreiben. Ich antworte gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.